Stadion Rock. Heute geht's zu Babelsberg 03 gegen Rot-Weiß Erfurt. Für Erfurt geht's um die Meisterschaft und die Chance, um aufzusteigen. Cottbus hat 1-1 gespielt gegen BFC. Nächste Woche spielen sie beide gegeneinander, also es liegt noch in eigener Hand. Ich glaube, ich das erste Mal in meinem Leben in Potsdam. Aber was soll man da auch als Berliner? Sieht aus wie der schöne Bruder von Berlin. Alle, die kaufen, geht da ja auch her. Ich bin so voll. Heute sind wir zu Gast bei Babelsberg 03. Gegründet 1903, darauf kann man auch kommen. Ein kleiner Ausflug in die nähere Vergangenheit. Von 1981 bis 1989 spielte Babelsberg 03 in der zweiten DDR-Liga. War ein Team, was eher oben mitgespielt hat, aber jetzt auch nicht aufgestiegen ist. Zu den größten Erfolgen gehört, dass sie in der Saison 99-2000 in die dritte Runde des DFB-Pokals gekommen sind und da dann erst gegen SC Freiburg ausgeschieden sind. Dritte Pokalrunde oder wie man als Hertha-Fan sagt, ganz nah dran am Traum, am Finale daheim. So wie wir spielen, muss Hertha runter. Im Jahr darauf, 2001, sind sie dann sogar in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das Zweitliga-Jahr war eine absolute Vollkatastrophe und dann sind sie auch direkt wieder abgestiegen. Babelsberg 03 hat ca. 1400 Mitglieder. Das sind ca. doppelt so viele Mitglieder, wie RB Leipzig hat. Das ist momentan die 10. Regionalligasaison in Folge für Babelsberg 03. Und in der Regionalliga Nordost sind sie momentan eher so ein Mittelmaß-Team. Aber das kann sich ja ganz schnell ändern in der Regionalliga. Da geht's ratzifatti, auf einmal ist man ganz oben, auf einmal ist man der Main-Character, sein Vater. Ist, glaube ich, normal, wenn man aber der Main-Character ist. Jeder Premier League-Club eine Scheibe schon abschneiden, ey. Das ist die vierte deutsche Liga, ey. Mit der Champions League segelt. Manchester City, da ist gar keine Stimmung. Warum habt ihr zwei verschiedene Ultra-Gruppen gewonnen? Sag's mir nicht. Wenn ihr zusammenarbeiten würdet, dann werdet ihr viel lauter. Wenn ihr hinten mit dem Tor, ihr zusammen, schneller werdet. Spielen würde, könnte ich noch nicht mal Fans filmen. Halbzeitfazit, echt eine magere Mindest-erste Halbzeit. Wenn ich pissen muss, habe ich zwitschende Rückenschmerzen. Kann das damit zusammenhängen, dass ich heute Rücken trainiert habe? Wer ist dieser alte weiße Mann? Wir sind heute um 14 Uhr losgefahren für das Spiel hier, mit dieser ersten Halbzeit. Mit der Musik, die hier gerade läuft, werden Leute in Guantanamo Bay gefoltert. Torschütze, unsere Nummer 30, Daschin! Das war alles weg, das kam aus dem Nichts. Finde ich nicht weiter. Halt
finde ich schon richtig auf dem Morgen Hertha gegen Stuttgart. Ja, so kann es gehen, meine Lieben. Da ist schon wieder ein Tor gefallen. 1. Minute 2-0 Babelsberg. Jetzt muss Erfurt hoffen, dass Cottbus aufplatzt. Jawohl, meine Lieben, das war's. Ein schönes Stadion, ey. Einfach mitten im Wohngebiet. So wie in Italien. Abschlussfazit. Babelsberg hat 2-0 gewonnen. Was für Babelsberg relativ egal ist. Aber für Erfurt halt ein ziemlicher Schlag in die Fresse. Geh weiter. Wenn Cottbus gewinnt, können sie noch nicht mal mehr mit einem Sieg gegen Cottbus an Cottbus vorbeiziehen. Jetzt pistet auf einmal wie die Hölle auf dem Weg zurück, ey. 5 Stunden habe ich hergebracht. Von Haus zu zum Stadion. Und jetzt pistet wie die Hölle. Das Like und ein Abo da.